Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Verteilung von Salem wieder eingeschaltet. In dieser Folge will ich wissen, was das hier ist auf der Map. Hier ist irgendwas. Irgendein Radioaktivitätssymbol. Ich will wissen, was das ist. Child of Atom Preacher. Sind die... Also das Ding war rot. Sind die aggressive? Oder sind die... Haus. Ja, die scheinen aggressiv zu sein. Mark 7. Okay, das Kult hält eine Menge aus. Ihren scheiß Gamma-Pistolen. Ich mag die Gamma-Pistolen nicht. Ich hasse diese Waffen. Hi! Okay, der hat einfach eine Schnellfeuer-Variante davon. Das Schlimmste an denen ist nicht den Damage, den die machen, sondern dass man dann nichts mehr sieht. Aha, versuchst du abzuhauen? Hi. Hey. Also Kultisten abschlachten ist grundsätzlich eine Sache, die ich gerne mache. Aua. Machen aber schon Damage. Ich glaube, ich hau mal ein bisschen Reddicks auch rein. Wäre vielleicht nicht so schlecht. Medicine Reddick. Hätte ich jetzt einen Herzenanzug, könnten wir nichts. Nee, mache ich nicht. Mit Sicherheit nicht. Hi! Nuka Grenade. Ah, hallo. Da oben ist ja noch einer. Sieht der mich nicht? Hallo. Sehen Sie mich nicht? Siehst du kaum, wenn ich ein bisschen Reddicks reingeschmissen, können die mir nichts. Also nichts Nennenswertes. Essen, Essen, Essen. Nachladen?
Und Kultisten ausgelöscht. Nice. Ist halt nicht mal das erste Mal, dass wir einem Kult begegnen. Die Children of Atom sind jetzt auch keine neuen, kein neuer Kult im Fallout-Universum. Tension Trigger. Ah, hallo. Das wird aus irgendeinem Grund schon ausgelöst. So, ein Lock. Haben wir hier. Hier geht's in die Suppe. This isn't the kind of place I like to dawdle. Nee. Das ist die Art, wo man zum Ghoul wird. Die Leute hier aus irgendeinem Grund nicht. Also, weiß Gott, was die gemacht haben. Nein. Yes. Nein. Nice, nice, nice. Hier ist ein Radiation in der Mitte, aber kein Auslöser für den. So, runter hier. Mal gucken, was habe ich denn hier alles übersehen? Eine Baby Rattle. Wie süß. Gut, auch nichts mehr dabei, was ich nicht schon habe. Ich würde schon gerne gucken, ob da irgendwas drin ist. Aber. Das wäre ja nicht gesund. Was ich aber sehr wohl machen kann, ist den Punkt hier vergeben. Perception, Endurance. Kommando wäre auch nicht schlecht. Komm, ich bringe erstmal alles auf 4. Jealousy. Jawohl. Dann haben wir das hier auch geklärt, was das hier ist. Gut, das Symbol bedeutet also Kinder des Atoms. Seltsam, dass sie direkt hostile waren. Ich erinnere mich nicht daran, dass die Kinder des Atoms direkt hostile sind. Wahrscheinlich war das eine spezielle Gruppe von denen. Bevor ich gehe. Ah. Das ist ein sehr spezieller Tripwire. Thumbnail. So, flup. Hello. Was haben wir denn hier? Ein Leuchtturm. Ich glaube, das hier ist ein Settlement. Tatsächlich. Ja, ich glaube, der Kingsport Lighthouse ist ein Settlement. Oh. Oh, noch mehr. Hi. Ja. Drugs. Nein, Drugs waren es nicht. Medicine. Ach, wisst ihr was? Wie wär's mit einem Taste von euren eigenen Explosives, hä? Huh? Gut, jetzt muss ich wieder wechseln. Let the fire of his brilliance burn away your.
Okay. Das Ding ist, ich habe ja nie gesagt, dass die Dinger keinen Schaden machen, ne? Diese Waffen. Die machen durchaus Schaden. Ich mag sie aber trotzdem nicht, weil sie halt nicht allem Schaden machen. Es gibt eine Menge Gegner im Spiel, gefühlt die Hälfte der Gegner im Spiel, die keinen Schaden durch diese Gamma-Pistolen nehmen. Weil es echt viele Gegner im Spiel gibt, die halt einfach immun gegen Rage-Damage sind. Dazu zählen Myolurks oder Ghule. Ghule werden davon sogar geheilt. Weswegen die Waffe dann gleich doppelt useless ist. Ah, da, hi. Rackmine statt einem Luka-Mine. Ah, da oben ist noch einer. Cooking Pan. Aua. Aua. Immer diese Kultisten. So, was hast du? Na, nichts Brauchbares. Ich glaube, das sind noch die da oben, ne? Get it? Lights out wegen Lichte. Wegen Leuchtturm. Ich kurz schon auf. So, hallo. Ich muss Reddix wieder reinschmeißen. Warte, Madison, da. Ja, vielleicht macht das. Vielleicht auch nicht, vielleicht lässt er dich im Stich. Wer weiß. Verschiedene Götter sind verschieden scheiße. Ah, er hatte sogar Metallrüstung. So, was haben wir denn hier? Wieso genau haltet ihr das hier drin? Ich meine, okay, ich kann es mir irgendwie vorstellen, warum. Seltsame Kultistengründe und so. Aber es ist keine gute Idee. The Trader. Okay, was auch immer ihr hier drin versucht habt, es hat nicht funktioniert. How's a place like this survive out here? Ja, was meinst du? Orte überleben immer. Es ist ziemlich schwer, einen Ort loszuwerden. Die Leute da drin, das ist eher die Frage. So, Workshop. Mein Workshop. Gehört jetzt alles mir. So, was habt ihr noch an Loot? Du hast kein Loot. Ich meine, die haben ein bisschen was an Loot. So kann ich alle verschrotten. Und hier ist ein Safe. Der wohl hinter einem Bild war, als das Bild noch hing. Nice. So, mal gucken. Begegnen wir in dieser Folge noch mehr Kultisten? Zwei Locations mit Kultisten haben wir jetzt. Hi. Oh, ist auch ein Trader. Okay, es ist schon arschig, in den Dünen Minen zu verstecken. So, jetzt muss ich unten noch gucken.
ob hier noch Loot ist. Hallo, hattest du noch Loot? Du hattest nur das. Ah. Und da ist Atommüll. Den müsste ich eigentlich loswerden. Hier war doch vorhin eine Waffenwerkbank irgendwo. Ich glaube, ein Turm, ne? Kann ich die Gamma-Option direkt verschrotten? Je weniger davon es im Ödland gibt, desto besser. Schaut auf einen Creature. Hier liegen noch Teile von irgendwie rum. Irgendwelche Stückchen. Eine der ersten Sachen, die ich machen will, also die erste Sache, ist das Zeug loswerden. Weg. Weg, weg, weg. Kein Atom mehr in meinem Settlement. Ist auch noch Radiation. Ist hier irgendwo noch Atommüll? Ja, ich sag der Waffenwerkbank, wo ich die Sachen verschrotten kann. Die kann weg. Long Range Sharpshooter. Weg. Dann weg. Dann weg. So. Nice. Haben wir noch eine Location direkt nebenan? Wenn wir haben die Fabrik da hinten. Ich weiß aber nicht, was das. Ich sollte gucken, wo ich hingehe. Oh. Eine Nuke Mine und eine Plasmamine. Und Radiation Emitter. Gibt es hier noch mehr? Nee, ich glaube, das war's. Was ist das hier? Gehört das hinzu? Ah, oh, ist aber nur ein Public Restroom. Okay. Okay, ist einfach nur ein öffentliches Badezimmer. Öffentliches Badezimmer, öffentliches Klo, Mann. Hopp. Rüber hier. Ja, ein ziemlich kleines Budget, wa? So. Was war das? Was ist das? Also, was ist das für ein Stadtteil? Meine ich damit? Also, dass es eine Kirche ist, weiß ich. Aber welcher Stadtteil ist das? Und was ist das hier? Oh, da ist einfach der Truck explodiert. Eben ist die Plötzwin. Beim Flughafen. Aber. Schaffen wir das noch diese Folge? Ah, das wird knapp. Nee, das mache ich in der nächsten. Das machen wir in der nächsten Folge. Sonst wird die Folge zu lang. Und das klickt sich nicht. Weil der YouTube-Algorithmus scheiße ist. Klassische Let's Plays sterben leider aus. Das finde ich schade. Ich mag diese klassischen, nahezu ungeschnittenen Let's Plays. Die wirklich noch alles mitnehmen. So, hallo. Befestigt unsere Ladescreens. So, ich hatte noch ein bisschen was mitgenommen an Ruben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich alle Farben an Ruben jetzt schon habe. Ah, ich habe nur eine mitgenommen. Gut, dann habe ich definitiv nicht alle. Das war gerade Lever Heavy, habe ich gerade gesehen. Dang it.
Wir haben übrigens die letzte Folge eine Heavy Rüstteil gefunden von der Lederrüstung. Das heißt, wir haben auch die Lederrüstung, fehlen nur die Beine. Hier fehlt das Brustteil. Hier fehlt ein Arm. Und hier fehlt ein Bein. Also wir haben auch die Heavy-Rüstungen bald alle voll. Was schön wäre. So, wie sieht's hier aus? Whisky, Mutfood? Ja, wenigstens Mutfood. Aber immer noch kein Rum. Immer noch kein Rum. Was ich ein bisschen zäh finde. Hey, ist der Wenderbot. Looking for some modifications. Looking to buy. I'll take a look. Sure. Let me know what you'd like. Klar. Was hast du denn? Du hast nichts Legendary. Okay. Nichts Besonderes. Lever Right Arm Heavy. Hab ich schon. Was hast du hier? Kersedor Antivenom. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Coffee. Ja, Whisky. Whisky ist nicht, was ich brauche. Huch. Oh, der hat jede Menge Dings. Jede Menge, Roboter. No Misc Torso Mod. Was? Warum sollte man das kaufen? Okay, der hat jede Menge Modifications. Okay, der Herr, das hat aber auch gerade gesagt. Er hat gesagt, looking for modifications. By the way, erstmal. Invest. Den sind wir auch schon ein paar Mal begegnet. Dann. Was kann ich ihm denn alles anverkaufen? Hier die Frag Mines, die Luca Mine, Plasmamine, Pulsmine. Weißt du, davon brauche ich jeweils nur 5. Von den spezialisierten Dingern brauche ich jeweils nur 5 mitnehmen. Der Fragman kann ich vielleicht mehr mitnehmen, auch beim Rest nicht. Beim Rest reichen, wenn ich recht. Beim Rest reicht es, wenn ich weniger habe. Okay. Kann ich hiervon was wegbauen? Ich kann das Backpack wegtun. Überlegst du? Nein. Das haben wir gerade gut gebraucht, tatsächlich. Der Tripper kann weg. Jet kann jetzt endlich weg. Das brauche ich nicht mehr. Medics kann ich ein paar von weg tun. Ja, komm, sagen wir, ich habe bald gesehen. Mentets, Orange Mentets können weg. Psycho. Donut Mix ich auch. So. Duct Tape. Ansonsten. Sentrybot Sachen kann ich gerne mitnehmen. RoboBrain. Ich nehme die ganzen Robo-Sachen hier mit, ne? Außer das No-Misc, das ist irgendwie useless. Nur für die Kosten. Ansonsten. Ja, komm, so. Danke. Siehst du? Jede Menge Zeug. Na, komm. Was soll's. Benutze ich halt mal das Tor. Was soll's denn? Abliefern und auch das abliefern. Ich weiß nicht, ob irgendwas davon jetzt neu war. Ob wir irgendwas davon bisher noch nicht hatten. Aber, was wir auf jeden Fall zu haben ist, ist das Ende der Folge. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bye!